Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin in der Undead Legacy Mod und immer noch mit Kopfschmerzen. Aber wir haben eine Quest angenommen, die werden wir uns gleich mal zu Gemüte ziehen. Aber ich wollte nochmal schnell was schauen. Ich hätte gerne hier eine Werkbank, ja. Wie man sich mal kurz so ausleihen kann. Also, Moment mal, hier kann ich immer noch nicht hin zu hoch. Knackenderweise funktioniert bei mir nicht. Außer im Kopf. Unberührter Müll? So, denn das? Jetzt mache ich mir aber wirklich Sorgen. Ja, mache ich nicht, aber. Bratpfanne! Da war ich dran. Na gut, ich war wahrscheinlich bloß bei den geilen Scheiß dran gewesen. Reparatur. Ach so, so kannst du das für Cash. Ach so. Naja, macht Sinn, wa? Money, money. Makes me funny. In meine Welt. Oh, ach du Scheiße, das ist aber teuer. Das habe ich jetzt erst gesehen. Zu spät, zu spät. Naja, gut. Was kostet die Welt? Jetzt habe ich es rausgefunden. Wie kostet? Schade, ich wollte gerade sagen, kannst du die mitnehmen? Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Mann, Kabin. Aber bloß das große Zeug versucht mitzunehmen, was dir so vor der Flinte gerufen ist. Na gut, egal. Wenigstens mein Schockstab, Schockschwere Not und so, alles wieder repariert und boho. Hallo? Es wird wieder dunkel. Es fängt schon wieder an zu regnen. Ja, willst du mich verarschen? Hier ist ja nur hier, wie immer, Regen in der Traufe oder so, aber wie gesagt, ist genau mein Ding. Ich glaube, ich kenne bloß hier Regen und Stürme und Arschwetter. So eine Spieler. Vereinzelt mal kurz einen Sonnenschein und dann zack, bums, freust du dich, zack, weggenommen. Ich nehme dir alles. Sie mal, hier sollte ich eigentlich noch nie auf. Untechnischerweise, aber die Eier haben schon verlockt. Oh, sperrt. Moment mal. So, na gut. Nee. Nee. So. So, jetzt generell, also ich bin so, finde das cool, aber na gut. Bin ja auch ein Dummbatz. Gut, das war's. Vielleicht beim nächsten Mal. Moin? Na, endlich sollte ich dich. Ah, shit. Deckt. Nix gebracht. Hallo, du. Na, du. Hängst du ein bisschen ab? Ich muss ja von irgendwas leben. So. 121 Meter. Und dann kommt da der. So. Shit. Gesagt. Mir wurde auch gesagt, dass ich die Viecher einsammeln soll. Ich komme doch ja nie hinterher. Oh, Essen reicht da auch. So, da muss ich hin. Sammelpunkt. Dann sammeln wir mal einen Punkt, wa? Punkt, Komma, Strich. Rutze ist da. Und schießt in dein Gesicht. Zombie. So, ich muss. Nee, warten Sie mal. Ich mache erst mal hier. Nee, mach ich nicht. Schön, dass wir drüber geredet haben. Was denn du? Wie bist denn du hierher gekommen? Du warst doch eben noch weg. Wäsch! Hallo! Bin wieder da! Kommen Sie mal kurz hierher. Bringen Sie mal über den Tresen. Dankeschön. Ich hab nicht nachgeladen. Dankeschön.
Ja, das wollte ich doch. Ich wollte die anlocken, dass ich nicht hier jedes Mal suchen muss. Das war mein Plan. Ja, ja. Nice, nice. Es würde zu weit gehen, mal. Ich kicke erstmal so, was ich hier so abgreifen kann. Was heißt zu weit gehen? Ja, wie gesagt. Das würde ihm sehr, sehr lange dauern, wenn ich hier alles einsammeln würde. Das wäre aber nice. Wäre nice zu warten und dann so kicken, wie die Reaktion dazu ist. Oh. Achso, habe ich doch in die ein Automat. Das kostet Geld. Und Geld ist das, was ich jetzt so nicht habe. Oder beziehungsweise nicht für diese Sachen ausgeben möchte. Gib es lieber im Automaten aus, um meine Sachen zu reparieren. Moment mal. Sag jetzt nicht, ich hab. Kann das sein, dass ich das repariert habe, aber ich hab das. Ich hab es da gelassen, wa? Ich hab die Axt ja nicht mit bei. Nö, den Bogen hat er doch auch mit bei. Kann nicht sein, dass ich meine Axt. Nee, ich hab die doch. Ich hab die nicht verkauft, oder? Ich hab die doch repariert. War ich so dumm? Also, ich meinte. So verpeilt? Ich glaube, ich hab die Axt verkauft. Muss nachher nochmal in der Werkbank nachschauen. Könnte sein, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Oder ich hab die zu Hause irgendwo. Nee, Moment, ich weiß, wo die ist. Ja, ich hab sie repariert. Nur nicht an die Werkbank, sondern an unsere Werkbank. Die liegt noch im Schrank drin. Mir jetzt gerade so fällt es mir wie Schuppen aus den Augen, das sage ich euch. Dann hat sich das jetzt erledigt. Sage nicht. Schon gerade ein bisschen an mich selbst hier zweifelt. Ganz klein bisschen. So. Käffchen in Ehren kann keiner verwehren. So, ist hier Wasser drin? Ja, in Wasser ist drin. Oh. Oh, das ist gut. Da habe ich mitgenommen. Ich werde jetzt aber nicht alles abbauen. Bitte schon. Das wurde mir nahegetragen, dass ich sowas denn auch mitnehme, geldtechnischerweise. Kommen wir gleich nach, warten Sie mal kurz. War doch 40. Naja, gut. Außer der Toaster, den Toaster, den könnten wir auch mal nicht mitnehmen. Aber Mikrowelle und so. Scheint nice zu sein. So, aber. Nix gegen Kopfschmerzen hier. Das ist ja, was ist denn das für ein Laden? Oh, da ist eine Kiste, da ist ein Untoter. Immer nachladen. Hast du denn nichts gelernt? Na, nicht wirklich. Wie gesagt, und das kann ich nicht abbauen, weil, wie gesagt, habe ich nie repariert. Eine Schippe habe ich auch nicht mit bei Kruzifix. Na gut, ich habe auch keine Schippe. Davon mal abgesehen. Wissen sie natürlich, wo wir sind. Und ich kann das nie aufmachen, weil ich keine Axt mit. Das ist doch. Das ist. Achso, ich muss ja die Kiste suchen. Ich wollte gerade sagen, warum halt in die Quest noch nicht geschafft? Wo hast du was in deinem Hals? Hab ich meinen Pfeil kaputt geschossen oder was? Ist das vielleicht da? So, da bin ich wieder. Ja, wenn es klingelt, muss ich halt. Oh, Moment mal, Mädel. Das
kommt mir sehr entgegen. Hast du vielleicht einen Kumpel hier versteckt? Nö, hast du nicht. Vielleicht eine Tablette oder sowas? Yes! Lohnt sich das noch? Ja, lohnt sich. Nutzen. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Das ist schwierig, aber es ist ja nun mal. Nun mal wahr. Habe ich jetzt hoch? Ja, habe ich hoch. Machen wir. Ah ja. Der Pipi-Wasser. Gut. Das haben wir auch, aber das Supply haben wir immer noch nicht. Ich meinte, ihr wisst schon, das Paket. Das wichtige Paket. Ach da! Warum bist du denn vorhin nie rausgekommen? Ich hab doch extra nachgeguckt, ob da einer ist. Hat den wohl nicht so interessiert. Tät ich jetzt mal sagen. Die Bohne. Und da? Was bist du denn jetzt? Ah, ja, ich hab dich gefunden. Bitte gib mir keine Kopfschmerzen wieder. Oh, Alter. Anspannung steigt. Du kleiner Arsch. Viecher, Keks, Pillemann, Pupa. Oh, Klemohund. So, da bin ich auch wieder. Hey, ich musste das alles nochmal neu machen. Ich musste mal kurz abbrechen. Und die Flucht ergreifen. Ich habe so Scheiße gebaut. Trinken technischerweise. Ist aber alles gut gegangen. Jetzt muss ich erstmal das hier wieder auf Spuren kriegen. Aber zum Glück habe ich wenigstens die Quest nicht abgebrochen. Aua. Das. Da lassen Sie das. Jetzt hat er mich schon wieder identifiziert. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist immer von Regen in die Traufe. Junge, nee. Jetzt muss ich die ganze Quest nochmal neu machen. Naja, du mich auch. Na gut. Also, wie gesagt, wir hatten ja die Quest gehabt hier. Wir müssen auch hier das Dings finden. Bin dabei. Alter, ist der Teil. Das habe ich so nicht geplant. Das heißt, ich kann gleich, wenn wir die Quest abgeben, nochmal Honig suchen gehen. Ich hasse das. Hasse das. Ja, dabei wollte ich bloß was trinken und hab das runtergerissen. Aber ist nichts kaputt gegangen. Zum Glück. Fand ich sehr, sehr nice. Moment mal. Den kriegen wir doch weg. Robis, ich hab dadurch wieder so eine kleine Unterbrechung drin. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Na gut, jetzt, wie gesagt. Dann bringt ja alles nichts. Oh, das krieg ich jetzt erstmal nicht weg. Da oben ist das Supply. Haben wir. Weil wir den Stuff haben. Ja, wie gesagt, das Gute ist, dass ich die Axt zu Hause gelassen habe. Hält. Verdammt nochmal. So. Gehen wir davon aus, dass hier noch ein Vogel ist. Sag ich doch. Du Vogel. Noch ein Zombie. Den pick ich mal in den Po. Und den pick ich auch in den Po. Ah ne, das ist ja... Da ist noch eine drin, glaube ich. Aber da war noch jemand. Hab ich's nie gesagt. Dieser kleine dreckige Penner. Ist da noch einer? Hallo? Scheint nicht. So, gut. Dann looten wir mal, wa? So, da bringt ja nichts. Ich brauche eine Axt. Ja, ja, ja. Ich muss mir wieder eine Holzaxt bauen. Hat aber auch. Oh Mann. Sehen Sie mal, das Rezept könnte ich doch eigentlich auch mal so, ne, machen. Boah. Ach so, das ist bloß so. Ich habe gedacht, ich stelle das Rezept. Idiot, warum sollte ich mir dafür ein Rezept herstellen? Ach Mann, das ist ja schon wieder. Nee. Ich hoffe, du hast eine gute Federung. Dankeschön. Brauche ich wieder Steine und wieder Holz.
Wie gesagt, die Kisten will ich haben. Hallo, die will ich haben. Ich hab sie mir verdient. Also, gib sie her. Da brauche ich 20 Holz, ne? 20 Holz war nicht für dich. Was? Wo? Wie? Oh, nee, schon wieder! Was ist denn das? Spiel, warum hast du mich so grundab tief? Muss denn das sein? Kannst du uns nicht mal in Ruhe looten lassen? Also, wie gesagt, zum Glück habe ich wenig die Quest abgeschlossen. Da rennst du los, Alter. Junge, Junge. So. Das Seil habe ich ja jetzt nicht verbraucht, ne? Nee, habe ich noch. So, jetzt brauche ich Holz und nochmal 3 Steine. Das sollte nicht der Problem sein. Umgeh die einfach mal. Ich ignoriere die. Die sind für mich total unwichtig. Ich hoffe, dass ich auch für die unwichtig bin. Ach. 2 Pakete. Und dann holen wir uns den Stuff. Wir lassen uns nicht stressen. Nicht von Untote. Also, nicht mehr. Also, ab heute. Oder beziehungsweise ab jetzt. Es wird aber auch nicht weniger, wa? Da muss irgendwie eine Gewerkschaft unterwegs sein. Also, jetzt brauche ich bloß noch 3 Steine. Steinchen Schleich? Ich hab keine Ahnung. Da ist ein Stein. Ich bin bloß noch 2 Steine. 20 Kilometer weiter. Alter, da bist du. Was soll das? Hey, ein Stein noch. Ah, siehst aus wie ein Stein. Du riechst wie Stein, du schmeckst wie Stein, du bist Stein. Gut, die nächste Steinaxt hergestellt. Na gut. Muss unbedingt nachher dran denken, dass ich die denn raushole. Wer mir gesagt, wenn nicht, dann habe ich es nie anders verdient. Und außerdem muss ich so Honig poolen. Erstmal hier die Futter. Erstmal die Futterkiste. Die der macht. Unberührt, was ist denn hier los? Das geht ja so mal gar nicht. Vielleicht ist ja da Honig drin. Honig zählt ja auch zur Nahrung. Aber keine Ausdauer. Da haben wir immer noch keine Ausdauer. Nun komm. Ein Schlag noch. Und? Puni! Habe ich einen 4 genommen. Ja, nee. Ja, ich weiß, dass ich das hier abnehmen soll. De Lehm? Ich habe aber keine Schippe. Nichts. Schippe. Ich. Weiter. Was da los? Willst du ein bisschen geschockt werden oder was? Oh, deine Kumpels hast du auch mit bei. Gut, ich brauch so oder so Punkte. Ach übrigens, ich hab noch nicht nachgeguckt, Horn technischerweise. Noch keine Dauer. Ausdauer meinte ich. Ich hab immer noch nicht nachgeschaut, wie Punkte, ne? Horn technischerweise. Gibst du mir für besondere Sachen auf. Och Mann, beweg dich doch nicht, du alter Nappel. Das war mein letzter Pfeil. Das ist mich persönlich hier. Piki, piki, piki. Stech dich, du. Johannes, du. Nee, Moment mal, ich schieß dich. Hat ihm nichts gebracht, außer eine Blutung. Und Kopfschmerzen. Naja, gut. Da ist eine Karre. Könnt ihr die ja reparieren, wenn ich das richtige Wissen dazu hätte. Oh, ich hab kein Wissen, ich bin dumm. Was da jetzt auch Schmauer, sag ich. Immer. Na du? Musst ein bisschen warten. So, jetzt kann ich wenigstens mal trinken in der Zwischenzeit. Boing. Boing. Ja. Also, Motor, da soll ich ja bestimmte Sachen auseinandernehmen, hier so Tische und so bestimmte Werkbänke.
Da fehlen mir trotzdem die Reifen. Das würde ich zusammenkriegen. Vielleicht, das nicht, aber das wird auch noch beide dauern. Was ist denn hier los? Tür auf! Lauf! Oh! Wollte ich lustig sein. Aha! Lustig! Jo! Wieso? Das hat doch eben geschockt. Warum ist denn der nicht geschockt? Ist ja schockierend. Ja gut, dann kommen da noch mehr. Ist euch bewusst, dass ich bloß vier Kisten holen wollt, ihr Anisse? Wir können hier echt nicht rumkloppen. Dramatik Musica. In die Nase. Kommt da irgendwas? Immer so, die umschleichen mich. Peak! 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 Peak, Dame! Peak! Also Mädel! Ja! So, was haben wir denn da? Schraubenderweise oder eine irgendwas eisenmäßig zum Abbauen? Ich hätte gerne so befürworten. Genau, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Oder ein Motor! Für die Karre! Ich mag den Humor. Irgendwie mag ich den. Aber bloß in Dosen. Ploinki, ploinki. Alter, gerade erst die Infektion weggekriegt, hat er schon leider. Ist schon ein Kreuz, ist das zeig euch. Der Spitze. Hey, nochmal Fahrradteile. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Ah nee, da war ich ja schon dran. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann nehmen wir mal die Quest ab, wa? Wollte gerade sagen, und da Niklas kann ich rennen. Also, da brauche ich ja einen Kornister. Ein Kanister für jeden Minister. Entschuldigung. Da. Ist ja auch markiert. Markier mal hier keinen Macker. Genau. Ja, warten Sie, bis Sie dran sind. Das ist eine Picke. Kann die kaputt machen. Hier. Kann mir besseres Werkzeug machen. Ich kann nämlich jetzt wieder große Steine sammeln. Also hätte ich auch vorher machen können, aber hätte ich mir das neu bauen müssen. Schönen guten Tag. Zwei Klemmen. Nein, du kannst hier klemmen, Junge. Was? Ist unberührt. Ein Hammer. Ist ja der Hammer. Den hat noch keiner gemacht, aber so sollte es sein lassen, aber ich muss es trotzdem, ich muss es wagen. Wagen muss ich da. Warum muss ich sowas wagen? Boing! 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 Matschepampe. Da ist was rausgeluckt. So gut, jetzt muss ich, wie gesagt, erstmal Honig flutschen gehen. Aus den Wurzeln pressen. Immer Intervall rennen. Weil es ist Intervall. Tut mir leid, ich habe eine Langeweile und ist gerade so da gewesen in meinem Kopf. Hundertprozentig bin ich schon an irgendein so ein Ding vorbeigerannt. Ich habe es nie gesehen.
geplündert. Also, hey, what? Was? Wasser. Ja, ist doch. Ja, Moment mal. Ich hab doch. Ich hab doch. Alle gut. Bin zwar immer noch ein bisschen beladen. Beladen, meinte ich. Das kriegen wir schon hin. Wäre jetzt so blöd, wenn jetzt hinter uns ein Zombie gestanden hätte. Ich muss mir noch meine Zähne schneiden. Nägel. Gut, das sollte eigentlich Schneidegeräusche sein, aber Spuckgeräusche, naja, gut. Lassen wir mal so. Achso, ich habe gedacht, wir machen ein Spiel. Great, here you go. Don't spend it all in ich one nehme place. Das nehme ich. Das. Darf ich das in der Vatare sehen, meinte ich. Da, die muss ich jetzt loswerden. Muss ich mal loswerden. So, nee, das noch nicht. Denn eine pro Dose. Aber halt ich mal was. Alter, davon habe ich zwei. Kann ich den verkaufen? Das macht ja richtig Schmotte. Bin reich. An Erfahrung. So, Messing. Nee, das lasse ich mal lieber an eine Manne. Alle Manne. Don't let the door hit you on your way out. Jetzt Maul. So. Bin jetzt an überlegen. Bloß nicht so lange. Das ist schöner. I've got work. If you don't, I'd say it's been an honor to work with you. I'm questing, aber nicht mehr heute. Ich werde mir jetzt erstmal Honig besorgen. Und der wird's uns besorgen. Ich meinte, ihr wisst schon, was ich meine. Ich trinke. Nimm den schneller so wie die Konsales. Miau. Miau. Plupp. Plupp. Schön in der Erde drin gearbeitet. Schön in der Erde. Geplündert. So, jetzt haltet mal bitte Ausschau, ob ihr irgendwo einen Stumpen seht. Vielleicht singt er uns ja was vor. Nicht. Doch, tote Menschen sehen. Oh, Plastik. Plastik. Kann mir bald meine Axt hochwerfen. Ja, treffen muss ich jetzt noch ein bisschen üben. Erstmal kriegst du ihn noch für 12. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Es blinkt mir zu. Ein Armeegelände, das ist bestimmt für uns ganz gut. Bestimmt das Einfachste, was ich jetzt machen kann. Ich habe so ein Gefühl, ich muss es machen. Mein Kopf sagt, nein. Lass das. Ich glaube, ich sollte diesmal auf ihm hören. Und diesmal ganz, nur ganz kurz. Also ganz knäle ein bisschen. So. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, was nicht sein kann. Oder haben wir Eisen und Eier? Haben wir einen Zombie? Tanz für mich! Tanz! Hier Springbrunnen! Es tut mir leid. Manchmal kommt diese Aggressivität aus mir hier raus. Es ist einfach da. Genauso wie der Jucken meiner Nase. Aber das interessiert ja keinen. Jetzt muss ich erstmal kicken, wie gesagt. Hallo Sie! Eine Wurzel! Verhandlung! Ja, sofort! Das bringt uns nicht weiter. Gut. Also, ich meinte nicht gut, aber. Da wissen wir schon mal ein bisschen Bescheid. Bescheid.
Ja, das ist ja mal wieder typisch. Du brauchst meine Wurzel, ist keine da. Also geht das Suchen doch wieder los wie damals. Ich spüre da eine Erinnerung, die ich am liebsten wieder verdrängen würde. Ja, ist ja gut. Moment mal, ich hab doch Ach nee, Hunger hast du. Hier hast du Toni. Und jetzt tu und hol deinen Honig. Hallo Sie? Was sagen Sie? Hab Sie nicht verstanden. Ihr Kopf ist geplatzt. Wie eine Melone. Moment mal, ich wollte doch eigentlich... Ich hab doch schon wieder 2 Punkte. Die wollte ich nämlich da investieren. Da. Bin wieder zurück. Also bald. Auch bin ich hier auf der Suche nach Wurzeln. Ich hatte zu Hause 3, ne? Also, oh, ich wollte gerade sagen, eine Scheierin, aber das wäre ein bisschen zu früh. Dann hätte ich mich auch gefragt, was habe ich euch angetan? Nimm das! Du unholde Maid. Maid, meint ich. Unholde Maid. Meint ich. Da ist ein Haus. Vielleicht habe ich ja da ein bisschen mehr... Meine verschwommenen Augen. Ich sehe nichts. Ich habe gedacht, ich habe was gesehen. Es stellte sich als Einbildung heraus. Also ein Bohnenrombo erkenne ich. Oh, hier wäre aber auch schön, mal so ein Haus am See. Hier bin ich geboren. Hallo, eine Wurzel. Ich suche immer noch eine Wurzel. Haben Sie eine Wurzel? Wurzel, Wurzel, Wurzel. Das soll wohl ein Nein sein. Ich akzeptiere. Es zirpt. Es zirpt in mein Ohr. Zirp, zirp, zirp. Nein, das ist kein Zirp. Ihr hält ganz schön aus. Ist ganz schön robust. Moment mal, da ist Plastik. Chlorstick. Elostick. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt den Hammer in Hand genommen hat. Aber das spielt jetzt erstmal kein weiter. Es kann doch nie möglich. Ich meinte, nicht wahr sein. Ich hab jetzt gedacht. Was hast du dir dabei gedacht, Junge? Zeig dir meinen Hammer, Junge. Mein Junge! Kupfer. Ey, sag mal, entweder bin ich blind oder gibt hier keine Wurzeln. Die Natur ist ja hier komplett intakt. Das ist ja mal ekelhaft. Hallo, Sie! Danke! Danke für das Zeigen der Wurzel. Oh, du bist ganz schön besoffen, wa? Du hast nämlich schon wieder so eine rote Nase. Hab ich gesehen. Das ist noch eine Wurzel. Die nehmen wir gleich mal mit. Also, war richtig. Ploinki, ploinki, ploinki. Meins? Damals gab es ja auch so eine Mods, wo Spinnen und so unterwegs waren hier so. Gut, dass ich bis jetzt nicht drauf geachtet habe. Ich gehe mal davon aus, dass es hier nicht so ist, ne? Na gut, ich glaube, geh mal davon aus, bei meinem Glück, dass ich da schon lange rein ran wäre. Mindest. Ist das oder ist das nicht? Das ist hier die Frage. Was noch ein Nest?
Tja, halten wir mal fest, ne, die Nägel, sag ich schon, die Pfeile haben richtig lange gehalten. Oh, da ist noch ein Nest und Wurzel, wollte ich eigentlich sagen, aber kommt ja wieder nicht drauf an. Was? Was ist los? Weiß das. Noch mehr Eier. Also Eier habe ich gerade einen ran. Das ist schwierig. Ja, du mich auch. Ach so, Moment mal. Danke, dass du mich dran erinnerst, Mr. Zombie. Mr. Zombie hat nämlich gerade bloß gesagt, du musst Steine mitnehmen. Große, große Steine. Wenn du willst, neuen Speer bauen. Ja, mach ich. Danke. Ich hab ein Level. I got the level. Aha. Wer schießt denn hier mit Pfeile so wild durch die Gegend? Und Sarkasmus. So, einen großen Stein. Noch einen großen Stein. Die Grafzahl. Noch einen Stein. Noch einen Stein. Mal ein paar einpacken, wa? Dann werde ich nach Hause und dann werde ich uns einen anderen Speer bauen. Der eventuell denn ein bisschen mehr Pep hat. Peptet oder peptet nicht, das ist die Frage hier. Ach du Scheiße. Ey, ich muss langsam. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit drüber. Eventuell. Ach du Kacke. Mal wieder nicht drauf geachtet. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich bringe das alles nach Hause. Ich werde dann morgen mit euch die Leiter, wenn ich dran denke, ich muss mir das aufschreiben, die Leiter ranzimmern von der Seite aus, dass wir nicht über die Spikes springen müssen. Dann brauche ich eine andere Waffe. Alter. Nee, warten Sie mal. Das müssen wir gleich so. Nee, so. Nee. Ach Mensch, jetzt habe ich die Markierung oben. So eine Kacke aber auch. Nitrat. Nitrat ist gut für uns. Und Kohle war da hinten. Markieren soll nicht Geld. Gut, also Händler muss ich mir dann nachher markieren. Das machen wir alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Und könnt auch noch ein kleines Däumchen drin drücken. Unter dem Video. Und tut euch keinen Zwang an. Abonnieren könnt ihr nämlich auch. Das ist nämlich auch kostenlos. Bezahlt da keine Kohle für und ihr unterstützt mich damit. Ja. Also, aua. Aua. Geh weg, du Penner. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschüss.